Bei 2000 Abonnenten darf sie auch. So. Und jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt habe ich heute ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen mehr Zeit für gemütlich ein Bierchen zu trinken. Denn das Video heute, das macht sie. Und da ist sie. Auf, komm her. Servus, heute eine ganz spezielle Folge. Ich sag 2000 Mal Danke. Das ist das 2000er Special. Wir drehen es jetzt ein bisschen vor, weil ich ganz einfach das Generve nicht mehr aushalte. Wie lange nervst du schon? Seit am Anfang. Seit, ich glaube, 50 oder 100 Abonnenten. Papa, ich will auch in dein Video. Und Dad and Daughter Sizzle Zone, ihr habt es nicht einfacher gemacht. Die Mahi darf hier. Und das konnte ich mir jedes zweite Mal auch noch anhören. Die darf und ich nicht. Dann habe ich irgendwann mit meiner großen Kamerafrau den Deal geschlossen, bei 2000 Abonnenten, ja, zu knacken, bei 2000 Abonnenten darf sie auch. So, und jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt habe ich heute ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen mehr Zeit für gemütlich ein Bierchen zu trinken, denn das Video heute, das macht sie. Und da ist sie. Auf, komm her. Ja, die Richtung, nicht zu mir. Du musst sagen, was du machen willst. Wir machen Donuts auf dem Wok. Ja, im Wok, die frittieren wir. Im Wok, die frittieren wir im Wok und ja. Wir haben den. Die Richtung? Ja, ich weiß nicht. Zeig doch einfach mal die Zutaten. Ja. So. Also den, wow. Den Teig, wo wir gemacht haben. Da ist zum Beispiel, ja gut, der Teig, der kommt den jetzt Teig, gleich. Den Teig, den haben wir gemacht aus Milch, Butter, Mehl, Trockenbackhefe, Zucker, Vanillezucker, Eier und Salz. Genau. Dann brauchen wir noch Öl. Für was? Zum Frittieren. Für zum Frittieren? Ich habe doch da Biskin drin. Das geht auch. Ein Glas. So ein Ding zum Ausstechen. Ich weiß. Ah, das ist für die Kleinen. Den Bock, ja, kann ich das in der Mitte? Das Glas ist für außen. Ja, ja, okay. Dann Zuckerstreusel. Das brauchen wir dann zum Schluss. Vielleicht. Aber ich weiß noch nicht, wahrscheinlich nicht, Lebensmittelfarbe. Kennt ihr das? Dass die immer alles einfärben wollen? Zitronensäure. Genau. Das fände ich viel geiler, wenn wir einfach nur einen geilen Zuckerguss machen. Ja. Ohne den Scheiß. Ja. Puderzucker. Ein Löffel, eine Schüssel. Da steht nicht mal drin, was drin ist. Das ist ja, weil das in der Verpackung war. Ja, aber das ist irgendein Scheißdreck, ist irgendein chemischer Scheißdreck. Ja, dann noch ein bisschen Mehl zum Ausrollen. Ein Messer. Und Nudelholz. Genau. Ja. Wie willst du jetzt anfangen? Den Teig zeigen, wie wir den gemacht haben. Den Teig zeigen, wie wir den gemacht haben, alles klar, hopp. Kommt hier hinten an. Donut-Teig geht ganz einfach. Wir machen jetzt 500 Gramm Mehl in die Schüssel. Nochmal 500 Gramm Mehl? Nein, das sind insgesamt 500. Also im Gesamten waren das 500? Ja. Okay. So. Dann kommt eine Prise Salz rein. So. Okay. Waren das jetzt zwei Prisen? Nö. Nee, eine. Okay. Dann Zucker hast du? Also ein Päckchen Vanillezucker, aber wir haben jetzt selbst gemacht und deshalb möchte zwei Mini-Löffel rein. Ja, okay. Halt den Löffel wieder rein. Genau. Dann kommen 125 Gramm Zucker rein. Dann ein Päckchen Trockenbackhefe. Ja.
den Kühlraum für uns. Kannst du es ja auch mit dem rühren. Mhm. Ich brauche Knethaken. Ja, Knethaken. Achso, die Leute. Knethaken brauchst du aber später zum Verkneten. Nee, die brauche ich jetzt gleich. Okay. Und 3 Eier. Müsst ihr 250 Milliliter Milch mit 70 aufkochen und 70 Gramm Butter darin zergehen lassen. Das habe ich hier gemacht. Das kommt jetzt auch mit hier rein. So. Und jetzt alles gut mit Knethaken verkneten. So, jetzt muss der Teig für eine Stunde an einem warmen Platz ruhen. So. Ja, nehme ich doch doppelt und dreifach. Mehl da aber nochmals kurz durchkneten und etwa 7 mm dick ausrollen. Kreise etwa 7 cm ausstechen und mit genügend Abstand voneinander ein Backblech gefettet mit Backpapier legen. Sobald es anfängt zu kleben, brauchst du Mehl. So viel Mehl. Ja. Was man braucht, das braucht man. Ich habe nicht so viel dabei. Und dann müsst ihr es auf 7 mm Dicke ausrollen. Ne? Hm. War doch da gestanden. Wollen wir die dann da reinmachen zum Auskühlen? Zum Auskühlen, die sind nur kalt genug. Nein, 30 Minuten müssen die ja zergehen. Was machst du da? Wie knetest du? Bist du ein Profi? Ja. Ich merk's. Ich bin von das große Backen. Das große Pitblock-Backen. Das große Pitblock-Backen. Das ist natürlich auch eine Sache. So, jetzt guckst du mal, dass dein Teig was wird und dann mache ich dir das Brett da drüben frei. Hm. Dann kannst du es nämlich auf 7 mm ausholen. Dann können wir auf dem Brett, auf dem Tisch würde ich das ausholen. Ja, ja. Wir können die fertigen Donuts, aber guck mal, mach mal da ein bisschen unten. Genau. Wir können die fertigen Donuts aber hier auf das Brett legen. Handtuch drüber. Und dann können die hier nochmal gehen. Dann können die für 30 Minuten dann noch da gehen. Dann nochmal gehen, genau. Ja, dafür. Na, das klappt doch, oder? Jetzt klappt. Ich nehm dir mal die Schüssel ab. Mach mal das noch hier drauf. Hände. Ja, das ist so. The fingers. The fingers. Oh, hast du es gehört? Das war meine Schulter. Ja, das war schon alten kaputt. Warum gehst du? Hä? Das ist ja voll die Verschwendung. Warum bist du nicht bis hier hingegangen? Keine. Du bist mal pelznass. Das knete ich ja wieder und dann. Ah ja, und du hättest ja gleich da hingehen können. Hm. Nein! Doch! Ja, mein Donut war fast geklebt. Die sehen gar nicht aus wie Donuts. Doch, du musst mir langsamer machen aus. Ich freue mich schon aufs Probieren, jetzt schon. Soll ich ihn raus? Ich stech und du machst ihn raus. So, lass mal ein bisschen Platz zwischendrin. Nein! So, Freunde, nachdem das die Kamerafrau jetzt wieder knetet, hier die ersten Donuts. Die sehen aus wie Apfelringe. Die sehen echt aus wie Apfelringe. Die stellen wir jetzt auf die Seite, Handtuch drüber. Und dann lassen wir die ziehen. Was war das? Die Kohle, wo da runterfällt. So. Ja. Machen wir jetzt das die oder ist das die? Nö, die Kohle, angeblich die Kohle. So, jetzt haben wir hier die eine halbe Stunde gegangen sind. Und ich oder willst du? Wir beide. Ja, dann legen rein. Reinlegen, nicht reinwerfen. Okay. Heißes Fett. Du kannst ganz einfach hergehen. Na, ja, stopp. Die kommen, siehst du? Die kommen jetzt hoch. Hier habe ich da auch so ein Pommes noch reingelegt. Mhm. Müssen wir einfach gucken, dass sie nicht zusammenpacken. Habe ich schon rumgedreht. Hier hat die große Kamerafrau gerade noch einen reingeschmissen. Und man sieht, die Farbe ist schon mal gut. Guck mal, das ist ja, die gehen auch gut ab, die Jungs da. So, Freunde. Ich schnapp hier gleich mal die. Ah, der Farbton ist schon mal gut. Die Pommes und hier das gedrehte Ding von der Kamerafrau. So. Hier den Futzel, den drehen wir nochmal. Die haben auch eine schöne Farbe.
Können wir jetzt alle komplett ausnehmen? Probiert, also ausprobiert und jetzt probiert. Du, eine kleine, nicht eine große. Mach bitte, oder? Mit Zucker wird es besser. Mit Zucker wird es besser. Zuckerguss ist besser. Ist halt nicht ganz so süß. Schmeckt halt irgendwie nach Brot. Nach süßem Brot. Hm. Ich glaube, das macht nur der Zuckerguss. Aber hier haben wir noch ganz viel. Und da ist auch noch was. Hm. Der Bock muss jetzt erstmal werden, auf Temperatur kommen und dann. Let's go. Let's go, du bist ja. Ganz schön weißt du. Streusel, den erst zur Seite. Ja, lasst euch durch mich nicht stören. Ich bin der die Donuts verrollen. Die Streusel zur Seite, die haben wir erst ganz am Schluss. Jetzt brauchen wir eine Schüssel, einen Löffel, Zitronensäure und Puderzucker. Ach, den ist lecker. Puddert. Oh ja. Irgendwie nicht auf. Dann ist ein Messer. Hat schon funktioniert. Okay. Ich tue jetzt einfach. Wow, hey, hey. Das war wirklich zu viel. Nehm den Löffel. Obwohl, scheiß drauf, wir brauchen. Wir brauchen mehr Glasur. Also, ein bisschen Puderzucker. Ein halbes Paket. Ja, das ist wirklich ein halbes. Und dann Zitronensäure, erstmal ein bisschen weniger. Nicht, dass es zu flüssig wird, weil dann haben wir nur noch mehr. Und so testet man das jetzt. Ja. Wie schmeckt's? Gut. Das ist die Hauptsache. Tja, dann würde ich sagen, kann ich mal einen Donut glasieren, dass wir mal zusammen probieren können. Ne? Ja, genau, glasier einfach ein, das schon ein bisschen, genau. Und dann probieren wir zu zweit. Schneiden wir in der Mitte auseinander. Ich sehe es kommen. Das ist ja Kleinstarbeit. Ich hätte einen Pinsel genommen. Nein, dafür braucht man einen Pinsel. Ich hätte trotzdem einen genommen. Da läuft es doch in allen Ecken und das ist doch kompletter Scheiß. Nein, das ist kein Scheiß. Doch. Anstatt dass du einen Pinsel nimmst, Hauptsache. Ja, aber ich muss dann hochlaufen. Ja, genau, das ist das Problem. Jetzt wird probiert. Cheers. Das ist ja richtig schön fluffig. Finde ich gut. Ich auch. Perfekt. Macht man das so heutzutage? Wenn ich den Mund voll hab. Na ja. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Freitag. Oder? Mitmachen. In diesem Sinne, wie gesagt, bis zum nächsten Mal weiter. Ich kann gar nicht. In diesem Sinne, würde ich sagen, bis zum nächsten Freitag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Freitag. Dann machen wir uns noch ein geiles Bild, weil die sehen wirklich gut aus in der Nacht.